Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Mr. Mücken GTA 5. Ich habe außersehen die Aufnahme unterbrochen. Ich habe die außersehen beendet und ja, dafür mache ich jetzt noch ein Video mit Paco und das ist halt ein Spiel, wo man wegfahren muss von den Autos. Wir gucken uns erstmal die Settings an. Musik würde ich 20 machen. Auch 20 wäre da an. So Leute, und ja, ich habe beschlossen, wir werden jetzt so. So, wir müssen jetzt abhauen von der Polizei. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es natürlich in den Kommentaren. So, und wir dürfen halt nirgendwo ran. Nein, also das heißt nicht an der Polizei nirgendwo. Sonst könnte die Wahrscheinlichkeit so hoch sein, dass wir kaputt gehen, unser Auto. Wollen wir ja nicht. Wie ihr es irgendwie gesehen habt. Scheiße, ich bin so schlecht. Oh Mann, ey. Oh. Okay, die letzte, also die mit den DLC Simulator, die gangen ja so 16 Minuten, glaube ich. Das ist eine schöne Zeit eigentlich. Ich habe ja eigentlich halt gesagt, ich werde noch 2 Minuten draufpacken, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Weil ich die Aufnahme nochmal aus Versehen abgebrochen habe, es tut mir leid. Ich wollte nochmal die Aufnahme löschen. Doch das wäre mir dann zu viel Arbeit gewesen und ja, dann haue ich lieber einzeln raus. Es tut mir wirklich leid, aber. Könnt ihr auch zusammenpacken und dann seht ihr die auch wieder so. Zusammen, aber das ist so. Ja, nee, dann bringe ich die lieber einzeln raus und habt ihr heute 2 Folgen, die 16 Minuten gehen und dann ist das schön. Und ah Mann, ey, was ist das denn, Alter? Kannst du mir noch nicht sagen, dass es. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht in diesem Spiel, ich schwöre. Es macht zwar Spaß, aber. Nein! Ich war so weit, Alter, ich war so weit. Wir hatten auch richtig Glück, ne? Das war so schlecht, ich schwöre. Alter. Was ist das denn? Wie wär's, wenn wir einfach. Oh, dieses scheiß Video. Immer diese scheiß Werbung, Alter. Breaking News. Ach so, da unten steht. Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein, Alter, ohne Scheiß. Nein.
Oh mein Gott. Oh. Scheiße. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Immer kommt mir ein scheiß Bullenauto rein. Das kann nicht sein. Ey, die Steuerung ist so für den Arsch, ne? Ich schwöre. Ich schwöre, wir spielen euch die anderen Minuten eben was anderes, Alter. Ich kann nicht mehr. Warum, Mann? Heute lade ich auch noch eine Stunde Part hoch. Also mit Mobizen aufgenommen. Oh mein Gott. Ich fahre jetzt nur rechts, Alter. Ich drehe mich um den Kreis. Mir ist scheißegal. Ja, guck. 6 Minuten nehmen wir schon auf, das ist schon Bombe. Na, guck, ey, das bringt nichts. Wir sehen uns gleich in einem anderen Spiel. Oder ich werde noch mal nur, ich werde das nochmal versuchen. Komm, wir werden es noch 2 Runden versuchen sonst, ey. Das ist einfach Kacke, Alter. Wir werden zwar öfters nochmal spielen, aber ich glaube nicht mehr die Woche oder so. Nämlich jetzt einfach. Ja. Sorry. Bisschen verpeilt. Ich werde es nochmal versuchen. Ja, ey, geil, Alter. Es ist Bombe. Weißt du, ich lenke zwar nach der, zu der Richtung, aber ich kann den Wagen nicht zerstören. Ja, warum drehst du dich nicht um, du Spaß? Oh. Ich fange schon an zu fluchen, ey. Du Schimpfwörter zu sagen, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße. Oh Mann, ey. Kennt ihr diese Horrorfilme? Da gibt es immer so einen Mann. Ich habe mal so letztes Mal so einen Horrorfilm angeguckt. Da war so ein Mann und da war so eine Frau eingesperrt im Haus. Das ist ja auf YouTube, auf Netzkino oder so heißen die Leute. Habe ich mir mal so angeguckt, dass da so eine Frau ist mit ihrer Tochter. So, und da ist so ein komischer Mann, der mit seiner Mutter redet. So, und immer wenn er flucht oder so, muss er sich verletzen. Das ist so behindert. Gut, wenn ich gläubig bin, ne? Und ich fluche. Aber ganz ehrlich, ich tue mir doch nicht selber weh. Dadurch, dass man dann um Vergebung bittet und dann sich wehtut, weißt du? Das ist ja nicht krank, Alter. Ich habe nichts gegen Religionen und so, ne? Also alles dasselbe. Ist mir egal, ob einer gläubig ist oder so. Das stört mich nicht. Man kann ja trotzdem mit ihnen gut befreundet sein. Aber in diesem Video zeigt man ja eindeutig, wie krank der Kerl wirklich ist, weil erstens ist seine Mutter nicht mal real, also ist schon, sitzt auf diesen Stuhl, sieht so hässlich aus und irgendwie, also ist irgendwie so ein komisches Monster. Aber sich dann irgendwie auf Glasscheiben zu setzen, weil man irgendwie was Falsches gemacht hat, seine Mutter nicht auf die Mutter gehört hat und so. Er hat ja nicht auf seine Mutter gehört. Wollte er wieder Vergebung haben von ihr. Und er musste sich auf diesen Stuhl setzen, wo Glasscheiben drauf sind. Mit nackten Hintern. Und dann denke ich mir so, wenn ich der Typ wäre, ne, ist ja nur ein Film, aber wenn ich der Typ in Real würde, ne, dann würde ich mich nur noch nicht raufsetzen. Wie dumm wäre das dann von mir? Dann würde ich auf diese scheiß Vergebung verzichten und dann, weißt du, mein eigenes Ding machen, Alter. Sowas ist echt. Also sich so auf Glasscheiben zu setzen, das tut weh im Hintern, ne? Glaube ich auch. Da kannst du einen Monat nicht mehr auf Toilette gehen. Aber ich glaube eher. Ja, jeder das seine, ne? Also ich würde es zwar nicht tun. Selbst wenn ich gläubig bin, ich bin ja nicht gläubig, aber wenn ich es wäre, dann würde ich es aber trotzdem nicht tun. Dann würde ich irgendwie, wenn ich gläubig wäre, beten oder so, ne? Aber so wie im Horrorfilm da gezeigt wird, das war ja auch kein Horrorfilm, finde ich. Am Ende wurde er ja getötet und die Frau wurde dann da mitgenommen vom Polizisten und so. Ich gucke mir mal ab und zu mal gerne Horrorfilme an. Aber die momentan, die ich gucke, sind sau langweilig. Also der beste Horrorfilm ist Saw. 8 oder zur 6 meine ich, 8 gibt es da glaube ich nicht. Ja,
Scary Movie ist ja auch kein Horrorfilm. Ist aber ein lustiger Horrorfilm, finde ich. Also, er ist lustig. Und, ja. Das, oder The Walking Dead, das ist ja ein Zombie-Film, aber trotzdem ist das einer der besten Serien überhaupt. Weil, oder Game of Thrones, die momentan bei ProSieben gelaufen sind. Habe ich mir auch alle angeguckt, also was heißt alle, nicht alle, aber ich habe mir immer die, immer kam, angeguckt ein bisschen und, ne. Zum Beispiel, wo er in der Arena gekämpft hat und dann war da doch die Königin und dann kam der Drache und dann haben sie ihn irgendwie mit diesen Wurfspeeren abgeworfen und so. War schon interessant. Ja. So, ich mache einen kurzen Schnitt, wir sehen uns gleich im nächsten Video, bis gleich. Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Sinister. Ihr habt irgendeinen gerade gesehen, ich habe einen kurzen Schnitt gemacht, diesmal wirklich. Ich bin Sinister, ein Horrorgame mit meiner VR-Brille. Und mal gucken, wie das alles so läuft. Ich glaube, wo bin ich, Alter? Egal, das sieht doch anders. Ich sehe da ein Häuschen, Leute. Alter, ich muss mich ja ehrlich umdrehen. Alter, Mädchen ist es. Okay, was ist das? Ein Eimer. Alter, was war das denn? Meine VR-Kamera ist dann fertig. Ich wollte es mal ausprobieren. Ich habe keine Brille. Ich habe eigentlich schon eine Brille, aber die habe ich irgendwie verloren. Habe ich einfach mit meinem Handy ein bisschen so gemacht. Aber jetzt geht es richtig los mit Laufen und so. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, was VR ist. Das ist kein Scheiß. Und jetzt wünschte ich, ich hätte VR-Kamera. Meint ihr es, Leute? Soll ich heute mal einen 20-Minuten-Part raushauen oder nein?
Also den jetzt hier machen, 20 Minuten. Alter, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab überhaupt keinen Bock. Ich hab keinen Bock mehr. So sieht doch schön aus, oder nicht, Leute?